Herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von Güstrow TV. Mein Name ist Julia Heine und ich freue mich sehr, Sie heute im Rahmen meines Praktikums durch das Programm begleiten zu dürfen. Ich als Studentin des gerade mal ersten Semesters kann mich selbstverständlich noch an jede Einzelheit meiner Schulzeit erinnern. Ich kann mich sogar noch an jenen Tag meiner Grundschulzeit erinnern, an dem ich im Musikunterricht beschlossen habe, ich möchte selbst Musik machen. Das ist jedoch meistens leichter gesagt als getan. Denn zuallererst stellt sich da eine Frage. Klavier oder Flöte? Geige? Oder vielleicht am Ende doch die Klarinette? Tatsächlich entscheiden sich die meisten Kinder für das Klavier. So viele, dass die Kapazitäten bezüglich des Klavierunterrichts an der Kreismusikschule Güstrow schon völlig erschöpft sind. Deshalb hat sich die Musikschule das Instrumentenkarussell einfallen lassen. Und wir sind in der ersten Runde mit aufgesprungen. Um einmal so ein Musikinstrument zu beherrschen, wie hier zu sehen, braucht es eine lange Zeit. Um aber zuerst einmal das Interesse für ein Instrument zu wecken, wurde am vergangenen Mittwoch ein musikalisches Karussell in der Kreismusikschule gestartet. 13 Mädchen und Jungen hatten sich angemeldet, um hier Flöte, Klarinette, Geige und Gitarre kennenzulernen. Jeder Lehrer stellte sich kurz vor, auch ihr Instrument, was sie unterrichten. Es ist ein erster Versuch der Musikschule dieser Art. Leiterin Ulrike Benöhr freute sich über das große Interesse von Eltern und Kindern. Ja, ich habe mich eben auch sehr gefreut. Wir hatten mit 13 Kindern gerechnet, die jetzt mit dem Instrumentenkarussell beginnen wollen. Und es sind dann doch noch 2 dazugestoßen, von denen wir noch gar nichts wussten. Und so starten wir jetzt unseren Kurs mit 15 Kindern. Es kann noch jemand dazukommen. Nach der kurzen Einführung ging es auch gleich los. Für 3 Jungen, Jonathan, Moritz und Jonas, beginnt das Karussell mit der Gitarre. Nach dem Stimmen des Instrumentes konnte es jeder in die Hand und auf den Schoß nehmen. Doch nicht nur der richtige Ton der Gitarren ist wichtig. Lehrer Burkhard Steltner legte auch Wert auf die Sitzposition und die Haltung der jungen Spieler. Beim zweiten Instrument, der Klarinette, zeigte Lothar Reisenweber, wie man den korrekten Ansatz findet. Schon mit der kleinen Klarinette war es kein so einfaches Unterfangen. Doch eines erfuhren die kleinen künftigen Musiker, dass man ohne jegliche Elektronik selbst musizieren kann. Die Mädchen, die für 3 Wochen erste Töne auf der Geige spielen dürfen, hatten ihre Freude daran. Sie erlernten bereits ein kleines Liedchen, natürlich noch nicht mit Bogen gespielt, sondern mit ihren kleinen Fingern gezupft. Ich kann's. Kerstin Störmer machte den Kindern schon Lust aufs nächste Mal. Dann gibt es weitere Informationen zum Instrument. Ulrike Thiele ist die 4. Lehrerin im Bunde. Sie möchte den Kindern die Blockflöte nahebringen. Sicher ein Instrument, das sehr leicht zu handeln ist. Erste Versuche gelangen allen gut. Hier ist auch Anna Höglinger dabei. Sie hatte wie alle anderen auch große Freude an der ersten Übungsstunde. Ihr Vater ist ebenfalls begeistert von diesem besonderen Angebot der Musikschule. Ich finde das eine ganz tolle Idee. Die Kinder können sich mal probieren, können schauen, was für Instrument liegt mir besser, was gefällt mir. Meine Anna wollte unbedingt immer Geige lernen. Jetzt kann sie das auch testen, aber vielleicht kommt dann doch raus, oh, Flöte liegt mir besser oder Klarinette. Finde ich ganz super. Nun geht es am Mittwoch weiter. 3 Stunden insgesamt verweilen die Kinder an einem Instrument, dann dreht sich das Instrumentenkarussell weiter und das nächste Instrument darf ausprobiert werden. Die Musikschule verbindet mit diesem Angebot ein besonderes Anliegen. Ja, es soll ein Orientierungsangebot von unserer Seite sein, damit die Kinder professionelle Hilfestellung auch haben durch unsere Lehrer bei der Auswahl eines Instruments. Beziehungsweise bei der Suche nach dem Instrument ihres Lebens vielleicht. Und andererseits auch eine Form der Abarbeitung unserer Warteliste. Denn einige der Kinder, die jetzt hier mit dabei sind, haben sich schon längere Zeit für einen Platz hier in der Musikschule angemeldet. Und vielleicht kriegen wir das jetzt ein bisschen freundlich kompensiert. Den teilnehmenden Kindern ist zu wünschen, dass sie Freude haben, die einzelnen Instrumente zu entdecken. Und vielleicht können auch Sie auf einem Musikinstrument irgendwann so spielen, dass die Zuhörer ihre Freude daran haben. Erstaunlich, wie schnell die Kinder während des Instrumentenkarussells neue Fähigkeiten an sich entdeckt oder sogar entwickelt haben. Da könnte man fast meinen, sie seien schneller als die Feuerwehr.
Allerdings dürfte diese den Kindern hinsichtlich der Geschwindigkeit eine erhebliche Konkurrenz bereiten. Zum Beispiel, wenn man bedenkt, dass dieser allein im letzten Jahr 162 Einsätze geleistet hat. Um herauszufinden, welches Engagement dahinter stecken muss, hat Frau Seidel die Möglichkeit genutzt und ein Interview mit dem Wehrleiter Hannes Möller geführt. Wir haben nachgefragt. Nachgefragt, das aktuelle Interview mit freundlicher Unterstützung der AWG Güstrow. Ein Zuhause für alle Generationen. Ja, Herr Möller, 162 Einsätze waren im vergangenen Jahr von Ihnen geleistet worden. Wie hat sich denn die Zahl zu den Vorjahren verändert? Also wir hatten letztes Jahr ein durchschnittliches Jahr an Einsätzen. Die 162 Einsätze stehen an und sich für das Aufkommen der Feuerwehr Güstrow jedes Jahr. Wir haben so zwischen 160 und 180 Einsätzen. Was hervorstechend ist im letzten Jahr, wir hatten keine größeren zusammenhängenden Ereignisse durch Unwetter oder irgendetwas. Das sind wirklich alles einzelne Einsätze gewesen, die nacheinander gefolgt sind. Ja, und es sind jetzt derzeit 68 Kameraden, die Sie betreuen oder die aktiv im Dienst sind. Wohin wurden diese denn gerufen? Ja, unsere Einsatzabteilung hat zurzeit 68 Mitgliedern. Also im letzten Jahr hatten wir größere Ereignisse. Was sicherlich eben noch im Gedächtnis ist, ist der Vorfall an der Oase mit dem Gefahrstoffaustritt. Wir waren mehrere Male auf der Bundesautobahn zu schweren Verkehrsunfällen, haben dort Menschen geholfen und auf Bundesstraßen im Umkreis von Güstrow. Aber wir waren auch in Nachbargemeinden, zum Beispiel in Groß-Briesen, beziehungsweise auch in anderen Gemeinden, wo wir dann anderen Feuerwehren zu Hilfe geeilt sind. Und wenn man die Zahlen vergleicht, sind es etwas weniger aktive Kameraden derzeit. Sind Sie denn gut aufgestellt oder bräuchten Sie noch mehr? Also wir sind von der Sache her gut aufgestellt. Wir feilen im Moment an unserem Personalkonzept. Also wir sind dabei, generell uns andere, auch personelle Ressourcen zu erschließen. Im Moment aber da müssen wir mal gucken, wie sich da auch zukünftig alles entwickelt, weil auch die gesamten gesellschaftlichen und arbeitsspezifischen Situationen unserer Kameraden, die gehen an uns auch nicht vorbei. 25.500 Kilometer sind die Autos gefahren, die Feuerwehrautos im vergangenen Jahr. Ist eine ganz schöne Zahl. Und der größte Teil der Einsätze ist auch nach der Arbeitszeit. Können Sie denn trotzdem alles gut abdecken? Also das ist ja dann die Freizeit der Kameraden. Ja, also wir haben im Freizeitbereich unserer Kameraden, also das sehen wir so ab 17, 18 Uhr, eigentlich überhaupt keine Probleme dort, unsere Einsatzstärken abzudecken. Aber auch in der Arbeitszeit, also wir sind eine der Wehren, die rund um die Uhr die erforderlichen Funktionen, so sagen wir, zum Einsatz bringen können, entsprechend der Alarmstufe. Da bin ich auch recht froh drüber, aber man darf sich auf diesen Lorbeeren auch nicht ausruhen. Das bedeutet natürlich auch ständig eine Arbeit, dass man diesen Stand auch hält. Und das ist im Moment sehr zeitaufwendig, das muss ich sagen. Zu den 25.500 Kilometern, auch Technik gehört dazu. Ohne die Technik sind wir ziemlich hilflos. Deshalb kauft die Stadt Güstrow jetzt auch für uns ein neues Hilfeleistungslöschfahrzeug, das in circa einem Jahr für den Einsatzdienst zur Verfügung stehen wird und ein 16 Jahre altes Fahrzeug, das 2.500 Einsätze rund gemacht hat, dann ablöst. Das ist auch die Zukunftssicherheit, dass in Zukunft gut und schnell unterwegs sind in Güstrow. Ja, neben der Technik gehört natürlich auch die Jugend dazu. Darauf legen Sie ja auch viel Wert, auf Ihre Jugendarbeit. Jetzt konnten gerade wieder zwei Kameraden aus der Jugendfeuerwehr in den aktiven Dienst gehen. Ja, wie funktioniert denn das? Was müssen die alles tun, damit sie dann auch aktive Kameraden werden können? Ja, als erstes, sie müssen verstehen, wenn sie Uniform tragen, dass sie sich entsprechend bewegen da drin. Und wenn dieses Grundwissen da ist, also dieser Grundgedanke, auch anderen zu helfen, dann geben wir natürlich eine Ausbildung. Das ist die sogenannte Grundausbildung, Truppmannausbildung, so nennt sich das. Im Prinzip lernt ein Feuerwehrmann mit allen Geräten, die uns zur Verfügung stehen, umzugehen. Er lernt die Unfallverhütungsvorschriften und so etwas. Das sind 5 Sonnabende und Sonntage, also 5 Wochenende, die dann die Kameraden auf einen sogenannten Grundlehrgang gehen. Wenn Sie das erfolgreich bestanden haben, dann müssen Sie noch in der Ersten Hilfe ausgebildet werden. Und wenn Sie diese Ausbildung abgeschlossen haben, dann werden Sie von uns in den aktiven Dienst übernommen. Das bedeutet, Sie fangen dann bei uns mit einer weitergehenden Ausbildung in der Einsatzabteilung an. Und nach 2 Jahren ist diese Ausbildung als komplett abgeschlossen. Sie hatten jetzt gerade Vollversammlung und da wurde Volkhard Trippschuh ausgezeichnet. Er ist 50 Jahre bei der Feuerwehr.
Was zeichnet denn diese Leute aus, die so lange dabei sind? Es gibt ja sicherlich noch mehr. Es sind die an und für sich Kameraden, die uns ermöglichen, dass wir heute dastehen, wo wir sind. Denn sie haben es vor uns gemacht, sie haben darauf geachtet, dass Feuerwehr weitergeht. Jede Generation in der Feuerwehr hat ja den Auftrag, es auch weiterzuführen. Man darf ja hier nicht so kurzzeitig denken, dass Feuerwehr muss zukunftssicher sein, da sind die Aufgaben viel zu wichtig, die wir machen. Und die 50-jährigen Kameraden und die 60 Jahre haben, die kommen aus einer Zeit, wo es ganz andere Herausforderungen gab, als die, die wir jetzt haben. Und wenn jemand auch so lange dabei ist, muss man einfach sagen, was er dort geleistet hat an ehrenamtlicher Arbeit. Der Volker Trippschuh ist mit einem Blasorchester aus Lage gekommen, ist jetzt seit einem Jahr in Güstrow. Und ich weiß, dass er vorher dort auch ein sehr aktiver Feuerwehrmann war. Die haben sehr vielen Menschen gegeben an Hilfe. Und das ist eigentlich das Wesentliche, was so ein Dienstzeitalter ausmacht. Ja, nicht nur das Dienstzeitalter ist so lang, sondern die Feuerwehr wird auch in diesem Jahr 145 Jahre alt. Und dieses Ereignis soll natürlich auch gefeiert werden. Können Sie denn schon ein bisschen mehr sagen? Ich weiß, dass es im August stattfinden soll. Ja, also wir werden 145 Jahre alt in diesem Jahr. Wir wollen im August ein Festwochenende dazu gestalten. Das wird dann vom 23. bis zum 25. August sein. Es wird einige Höhepunkte auch für die Güstrower Bevölkerung geben. Wo ich ganz darauf besonders darauf hinweisen möchte, ist, dass wir am 25. August im Bereich des Schlosses den Landesmusikausscheid Mecklenburg-Vorpommern durchführen, der Feuerwehrkapellen. Wir haben in diesem Jahr das erstmalig die Ausrüstung dieses Ausscheides bekommen, wo wir ganz stolz drüber sind, weil unser Blasorchester wird dieses Jahr auch 55 Jahre alt. Also wir haben auch noch indirekt ein zweites Jubiläum. Dort werden die musikführenden Züge, so wie es heißt, des Landes Mecklenburg-Vorpommern und der Kapellen hier in Güstrow einen musikalischen Wettstreit machen. Hochinteressant, hoffe ich, dass viele Zuhörer kommen und neugierige Bürger. Wir werden am dem Samstag, dem 24.08. im Stadtzentrum von Güstrow Feuerwehr zum Erleben bringen. Wie wir das machen, wollen wir jetzt noch nicht verraten. Es soll auch ein bisschen Überraschung dabei sein. Na, dann freuen wir uns schon drauf und sind ganz gespannt. Vielen Dank für das Gespräch. Bitteschön. Nachgefragt, das aktuelle Interview mit freundlicher Unterstützung der AWG Güstrow. Ein Zuhause für alle Generationen. Wenn Sie in diesen Tagen aus dem Fenster sehen, dann werden wahrscheinlich die meisten von Ihnen schon ein Ende des Winters herbeisehen. Am Wochenende jedoch wurde diesem nochmal eine ganz besondere Ehre zuteil. Denn im Festsaal des Güstrower Schlosses wurde die Winterreise von Franz Schubert aufgeführt. Dabei war gesanglich als Bariton Markus Vollberg zu erleben, während man am Klavier Clemens Michael Kraft hören konnte. Was sonst in der Barlachstadt noch Besonderes zu sehen und zu erleben war, darüber werden wir Sie nun in unseren Kurznachrichten informieren. Ihre erste Ausstellung eröffnete Ibo Beck aus Güstrow im Familienzentrum der Arbeiterwohlfahrt in der Güstrower Südstadt. Neben chinesischer Tuschemalerei sind seit Donnerstag auch Tiere in Origami-Falttechnik zu sehen. Bis zum 31. Mai werden ihre Werke hier gezeigt. Eine solch bunte Ausstellung mit Tuschemalerei, gefalteten Tieren und gestalteten Karten hat es wohl bisher selten gegeben im AWO-Familienzentrum. Vom grünen Grashüpfer über Schmetterlinge, Mäuse und Schlangen zeigt Ibo Beck in ihrer Ausstellung. Sie ist froh über diese Möglichkeit, mehr über chinesische Tuschemalerei zu zeigen. Jede Einladung zur Eröffnung schrieb sie per Hand. Ja, ich würde so die Güstrower zeigen oder so die Leute hier wohnen, wie sieht die chinesische Tuschemalerei aus. Ja, weil man hört das sehr oft, chinesische Malerei, aber vielleicht man hat das noch nicht so vor Augen gesehen. Und dann dieses Mal ist da eine Möglichkeit und sowas zu gucken. Na. 1980 geboren, studierte Ibo Beck in China Produktmarketing. Seit 2001 lebt sie in Deutschland und studierte hier mathematische Finanzökonomie. Die Falltechnik Origami begeistert auch die Mitarbeiter des AWO-Familienzentrums. So wird jetzt ab 4. März ein Origami-Kurs für Kinder angeboten. Anmeldungen hierzu sind im Haus am Platz der Freundschaft 3 möglich unter der eingeblendeten Telefonnummer. Knicke für Alltag und Beruf. Hundeknicke, Autoknicke oder E-Mail-Knicke. Es war erstaunlich, wie viele Bücher Dr. Olaf Thomsen zum Thema Benimm auf den Tisch packte. Im Gemeindehaus der katholischen Kirchgemeinde Güstrow hatte das Thomas-Morus-Bildungswerk eingeladen, um über Benimmregeln der tiefsten Vergangenheit bis in die Gegenwart zu sprechen. 1796 ist Knicke bereits gestorben, doch noch immer scheint er allgegenwärtig zu sein. Knicke kam vor 225 Jahren zum ersten Mal raus an die Welt, 1788.
Mein Arbeitsgebiet ist Kulturgeschichte. Und die Tischmanieren sind zum Beispiel welthistorisch immer wieder besprochen. Es ist in China ganz anders als im angloamerikanischen Bereich und auch wieder anders in Deutschland und heute anders als im Mittelalter. Man landet sofort bei der Kulturgeschichte und es ist ungeheuer interessant. Und darf man denn alles tragen, alles tun oder ja, wo zieht man denn überhaupt eine Linie? Die Linie beginnt vor allen Dingen dann, wenn der Job beginnt. Dann wird es interessant. Zum Beispiel darf das kleine Schwarze durchaus rot sein. Da geht es nicht um die Farbe, sondern um die Länge des Kleides. Das muss man nachschlagen, das kann man nicht wissen. Der Berliner sammelt Kulturgeschichte und kann inzwischen auf 500 Benimmbücher verweisen, die inzwischen zu seiner Privatbücherei gehören. In sehr vielen Schülerveranstaltungen erlebt er, dass Knigge auch der jungen Generation etwas zu sagen hat. Es fällt vor allen Dingen den Schülern auf, dass sie mit 18 Jahren nicht guten Tag sagen können, wenn sie es müssen. Und dann gibt es den großen Schreck und dann gibt es den großen Spaß, wenn wir es üben. Die Teilnehmer erlebten einen amüsanten Abend. Übrigens, ein Knigge fehlt bisher noch. Leitlinien zur digitalen Welt gibt es bisher noch nicht. Diese Lücke kann im großen Angebot also noch gefüllt werden. Die Männermannschaft des Güstrower ATSV bestritt am Sonntag eines der zwei Entscheidungsspiele, die den Aufstieg in die Oberliga mitbestimmen. Das war ihnen voll bewusst. Da die Güstrower aber bereits am Sonnabend gegen den Leipziger SC mit 13:5 gewonnen hatten, waren sie ausreichend motiviert. So gingen sie in das Spiel gegen SV Motor Mirane. Es war der erwartet schwere Gegner, auf den die Güstrower in der Sport- und Kongresshalle um 15 Uhr stießen. Hochgradig konzentriert verfolgten die Gastgeber ihr Ziel und das von Anfang an. So konnten sie schnell das erste Tor erzielen und in Führung gehen. Nach der Halbzeit wurde es doch nochmal brenzlig, als die Gegner wieder aufholen konnten. Doch letztlich nahmen es die Güstrower in die Hand. Sie bauten ihren Vorsprung aus und zeigten ihre Stärken. Besonders Andreas Koch im Tor sowie Florian Noske in der Abwehr haben hierzu ihren Teil beigetragen. Letztlich erreichte die Mannschaft ein 9:5. Damit hat die Männermannschaft das Endspiel, was sie wollte. Am kommenden Sonntag, dem 3. März, empfangen die Güstrower die Berliner Bären in der Sporthalle Kessiner Straße. Und dann fällt die Entscheidung, wer von beiden künftig wieder in der Oberliga spielen wird. Unterstützung können die Spieler des ATSV sicher gut gebrauchen. Das Spiel wird um 13 Uhr angepfiffen. Vielleicht haben die Angler unter Ihnen schon lange von einem Angelurlaub in Skandinavien geträumt, jedoch bis jetzt dazu noch nie die Gelegenheit oder gar die Zeit dafür gefunden. Falls Sie sich nun angesprochen fühlen, werden Sie sich mit Sicherheit über unseren heutigen Veranstaltungstipp freuen. Denn Güstrow Clubreisen bietet Ihnen vom 8. bis zum 19. Mai 2013 eine Anglertour nach Norwegen an. Die Hin- und Rückreise im bequemen Reisebus sowie die Unterbringung im komfortablen Seehaus mit allen für Angler unabdingbaren Einrichtungen sind selbstverständlich garantiert. Teilnehmen können Einzelangler, aber auch Gruppen von bis zu 7 Personen. Darüber hinaus ist es auch möglich, für Gruppen dieser Größe weitere Termine zu vereinbaren. Falls wir nun Ihre Reisefreude in Kombination mit Anglerlust geweckt haben sollten, dürfen Sie sich gern an Güstrow Clubreisen wenden. Selbstverständlich halten wir aber auch für Sie als Nicht-Anglerfreunde weitere Veranstaltungstipps bereit. Güstrow erleben. Gewohnt anders. Mit der Wohnungsgesellschaft Güstrow. Ich war fremd. Hier habt ihr mich aufgenommen. So lautet das Thema des diesjährigen Weltgebetstages. Frauen aus Frankreich haben den Ablauf ausgearbeitet und Frauen aller Konfessionen laden am Freitag dazu ein. Am Nachmittag um 16 Uhr im Gerd-Ümke-Haus und am Abend in der Baptistengemeinde. Zur nächsten Stammtischrunde sind ehrenamtliche Betreuer und Interessenten eingeladen, die gerichtliche Betreuung übernehmen wollen. Am 4. März geht es um Betreuungsrecht. Richterin Brunhild Steding steht Rede und Antwort in der Kreisvolkshochschule. In der Eingangshalle des KMG-Klinikums wird am 9. März zur nächsten Tauschbörse Alles fürs Baby eingeladen. Von Kleidung bis Größe 174 über Ausstattung, Bücher und Spielsachen finden Sie alles rund um das Baby. Interessierte Verkäufer werden gebeten, sich ab dem 1. März um 8 Uhr unter der eingeblendeten Telefonnummer anzumelden. Erleben Sie Güstrow! Mit freundlicher Unterstützung der Wohnungsgesellschaft Güstrow. Informationen zur WGG erhalten Sie unter 03843 7500 oder auf www.wgg-güstrow.de. Nun neigt sich unser heutiger Beitrag auch schon dem Ende zu.
Dieses möchten wir jedoch genauso musikalisch gestalten, wie unsere heutige Sendung auch schon begonnen hat, nämlich mit einem Ausblick auf unsere nächste Sendung. Denn auch dann werden wir wieder darüber informiert, wie Kinder und Jugendliche unserer Stadt an die Musik herangeführt werden. Diesmal gehen wir dazu in das Ernst-Barlach-Theater, denn dort hat die Neubrandenburger Philharmonie unter anderem die Wassermusik für Kinder aufgeführt. Wer sich darüber hinaus über die sportlichen Aktivitäten in unserer Barlachstadt informieren möchte, kann sich in der zweiten Hälfte nach dieser Sendung das Spiel des ATSV Güstrow gegen Motor Merane ansehen. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine angenehme Woche. Vielleicht konnten wir Sie ja durch unseren musikalischen Beitrag motivieren, sich die restliche graue Zeit zumindest ein bisschen durch Musik zu erheitern, bis sich auch ganz bald die Sonne wieder blicken lassen wird. Auf Wiedersehen. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Güstrow. Mehr als Energie für Sie. Mittwoch halten sich zunächst noch Nebel- oder Hochnebelfelder. Nur ganz selten kann etwas Nieselregen fallen. Im Tagesverlauf gibt es ab und zu etwas Sonne. In einigen Gebieten bleibt es jedoch den ganzen Tag trüb. Die Temperaturen steigen auf 3 bis 5 Grad. Es weht ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. In der Nacht bilden sich wieder einige Nebelfelder und es kühlt sich auf 0 bis 2 Grad ab. Bis zum Wochenende sorgt ein Hochdruckgebiet für ruhiges Winterwetter. Dabei halten sich einige Nebel- oder Hochnebelfelder, die sich oft nur sehr zögernd auflösen. In den meisten Gebieten kann sich tagsüber die Sonne durchsetzen. Die Temperaturen steigen auf 4 bis 7 Grad. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Güstrow. Service rund um die Uhr für Sie vor Ort erreichbar.